Ich hasse es, wenn ruckelt. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Ich habe ein paar Mal K benutzt. Ich weiß, ich hoffe, dass... Ich finde, es ist ein bisschen blöd, weil... Ja, renn gegen den Pfosten. Bam. Mann, ey, ich hasse es, wenn es ruckelt. Das Problem ist nur, wenn ich K benutze und F8 und so weiter und so fort, ne? Ist eben das Problem, dass, naja, die Dateien teilweise ziemlich groß werden. Warum, weiß ich selber nicht ganz, aber... Es ist eben blöd. Und das dauert natürlich dann länger, um zu rendern, länger, um hochzuladen, und das ist nicht so gut. Meine Verehrung, Lord. Lord. Hast du alle Aufgaben? Nein, hab ich nicht. Ist mir auch egal hier. Mein Gott, ey. Ich habe einige Spione entlarven können. Diese werden keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Nachrichten. Haben Wulfgars Hinweise und deine Hartnäckigkeit letzten Endes zum Erfolg geführt. Mit eurer Erlaubnis, mein Lord? Natürlich müssen wir noch Laris erwischen. Nicht? Spionagenetz beendet? Was? Ein wenig mehr Euphorie seitens Lord André hätte ich schon erwartet. Schließlich habe ich die Drecksarbeit im wahrsten Wortsinne erledigt. Ja, das stimmt schon. Naja, wir gehen trotzdem mal zu Larius, weil ich den verdächtige. Der hat ja auch so einen schwarzen Mantel, wie der Lutero eben einen hatte. Und das sind ja die Diener Belias. In diesem Fall jetzt auch die Spione. Ach Quatsch, der ist ja auch in dem Haus. Ah, oh, bin ich blöd. Ist ja der Statthalter oder irgendwie sowas in der Richtung. Mal sehen, ob wir ihn erwischen. Wir haben auch die Quest Larius, ne? Noch, genau. Holla, was hat denn der Herr Statthalter noch so in seiner Kiste? Eine schwarze Robe. Der ist einer. Was ist eben egal. Das ist, kann doch nur sein, dass der noch dazu gehört. Ein ganz hohes Tier aus der Oberstadt. Natürlich, wer soll das sonst sein, außer. Sei gegrüßt, ihm, außer er hier. Ihm hier. Nö, ich kann mir nichts nachweisen. Hm. Bis bald. Brauchen wir mehr Beweise oder was? Guten Tag. Nö. Na, nett mit dir zu plaudern. Nee, war's nicht. Es war verdammt nochmal langweilig. Jetzt, wenn es sich. Jetzt hört mal auf zu ruckeln, Mann! Das, keine Ahnung, muss am Spiel irgendwie liegen. Ich habe keine Ahnung, woran genau. Ich würde es sehr gerne wissen, aber. Das Spiel lässt mich ja leider nicht. So, jetzt haben wir ein paar Aufgaben doch noch erledigt hier. Gerüstet gegen die Orks fertig gemacht. Spionagenetz, Schlüssel zur Kanalisation. Geheimnis des Stahls, die ich mache, nur sobald es dunkel wird. Wird es. Verdammt, ja, gut. Alter, wie das ruckelt. Die Belia-Schreine müssen wir ja auch noch zerstören. Ich weiß nicht, ob ich das alles aufnehme, wenn ich die Belia-Schreine suche. Weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie. Wie viele sollen es sein? Moment. Boah, wie das ruckelt, ey. Hier, sämtliche Belia-Schreine auf der Insel. Es sollen 5 Schreine sein. Ich hab echt, ich glaube, es macht euch genauso wenig Spaß wie mir, die alle, ja, erstmal zu suchen. Ich weiß, wo 2 sind. Einer ist bei Xardas, der andere ist, Ich werd verrückt. Du bist tatsächlich an eine Crawler-Plattenrüstung gekommen. Komm doch mal näher. Die Probleme habe ich kommen. Na, weil du es bist. Er sollte lieber den Mund halten. Dreh dich doch bitte mal um. Was soll das werden? Eine Modenschau? Ach so. Ah ja, das ist interessant. Schlauer Bursche. Das ist doch alles nur eine Rede. Wenn das mal nicht Industriespionage ist. Ach, jetzt sei doch nicht so kleinlich. Ich will doch bloß erreichen, dass in Zukunft weniger Menschen von Wölfen gefressen werden. Natürlich. Und der Mond ist ein Käse. Na, dann will ich dich mal nicht weiter bei deiner Wohltäterei schwören. Geh nur. Matteo wird begeistert sein, wenn ich ihm die erste Rüstung präsentiere. Mach's gut. Na, dann viel Glück, mein Freund. So, ich guck jetzt mal, ob wir da noch ein bisschen, obwohl es wird schon demnächst dunkel. Ich habe keinen Bock, jetzt mitten in der Nacht durch die Wälder zu latschen. Es ist ein bisschen, naja... Es geht, ist natürlich auch kein Problem soweit, aber ich meine, es ist ein bisschen kacke, keine Ahnung. Oh
Mann, und das ruckelt immer noch. Mein Gott, ich hasse es. Ich habe das Gefühl, das hält immer länger an, so. Ja, desto mehr ich aufnehme, desto länger bleibt's hängen. Mann, jetzt hör doch mal auf, das ist ja echt zum Kotzen. Wie lange ist das jetzt schon so? Gefühlte 10 Jahre? Mann, hör doch mal auf, da macht dir die Aufnahme fast keinen Spaß mehr. Komm jetzt. Mann. Ey, das ist echt richtig schlimm. Pass auf, Alter, jetzt hör doch mal auf zu ruckeln, Mann. Ich denke immer, das ist, ja, jetzt geht's langsam so. Nein, nicht ganz. Nein, überhaupt nicht. Toll. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich wenigstens ein Part von den Orks töte oder zumindest versuche, weil das ist nicht so ganz einfach, ne? Vor allem nicht 20 Stück auf einmal oder so. Aber ich meine, wir haben jetzt die Crawler-Rüstung, wir haben ein relativ gutes Schwert, eine relativ gute Armbrust. Sollte eigentlich machbar sein, aber es wird jetzt auch langsam dunkel und na, egal. Ein paar können wir ja killen, hoffentlich. Die müssten ja irgendwo da hinten im Wald sein. Wenn ich mich nicht irre. Und zwar hier den Weg entlang. Ich nehme schon mal die Waffe. Los, los, kommt doch. Weicher, ja. Da sind ein paar Sumpfratten. Ist soweit nicht interessant. Oh, Feldräuber. Oh Mann, jetzt geht mal weg. Ich bin auf der Suche nach Orks und so weiter. Oh, da oben ist einer. Jetzt hau ab. Ja, ein Wag. Ah, da ist er schon. Der Geselle, Kollege hier. Jetzt, Mann, ey, dieser... Boah, langsam geht's aber hier. Jawoll. Das ging jetzt aber, ne? Der war ja schnell kaputt. Muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt ruckt es auch nicht mehr so, das ist ja ganz, ja, amüsant. Bei dem Gebüsch sehe ich wenig, das ist nicht so toll. Nein, nicht schlagen, Mann, Drachenwurzel. So weit, so gut. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ich ein bisschen mehr sehen würde. Beziehungsweise, wenn ich wissen würde, wo ich hinlaufe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen falsch sind. Da oben ist nur Niklas Hütte. Und ein paar Zombies. Und ein Wag. Egal, ein paar Leichen töten und ein paar Skelette macht auch Spaß. Los, komm her! Da ist nichts zu holen. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Blöde ist nur. Ein Skelett, das blutet, natürlich. Ja, die sind eigentlich total einfach. Blöd ist nur an den verdammten Zombies, dass die, ja, kein Benehmen haben und einfach schreien müssen, sich die, ja, wortwörtlich die Seele aus dem Leib schreien. Weil das Gehirn ja schon lange nicht mehr da ist, weil es sind ja Zombies, ja, sind ja Untote. Da erinnere ich mich immer zu gern an Drakensang, das ist ja ein bisschen verenglicht. Drakensang. Toter Untoter. Schon lustig. Das, den Wag haben wir ja schon ausgeraubt, ne? So, ich glaube, da hinten habe ich irgendwie eine Ork-Schulterrüstung gesehen. Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe. Nein, habe ich nicht. Mann, habe ich gute Augen. Jawohl. Aber den habe ich nicht gesehen. Na toll. Da ist noch einer. Wo? Da hinten. Jetzt kommen sie langsam, hä? Was? Boah! Jetzt steht da auch noch, wie viele übrig sind. Ja, es sind ja nur noch 23. Ich hab gesagt, irgendwas mit 20. Ich hab's gesagt.
dieser Zeugen, ich hab's gesagt, gell? Ja. Toll, noch 23, das ist ja mal gar nichts. Das mache ich ja mit einem kleinen Finger, ohne zu zucken. Da ist ein Echsenmensch. Der ist ja noch schwächer. Nichts zu plündern. Aber nichts zu plündern, naja, schade. Da oben ist noch einer, aber langsam wird es ein bisschen düster, das ist ein bisschen blöd. Und wenn ich kaum was sehe, ist das ein bisschen kacke. Zwei sogar! Freut mich, Freunde! Und es freut mich auch, dass ihr so schwach seid wie ein kleines Mädchen mit einem Alter von 4 auf dem Dreirad. Das finde ich toll, dass ihr so fair seid. Wie viele sind es noch? 20, glaube ich, oder 21 sind es jetzt, glaube ich, noch. Aber es ist auch nicht übermäßig schwer. Vor allem nicht, da wir jetzt eine neue Ausrüstung haben. Da geht das schon. Nur noch 19 Stück. Ja, ich hätte mir das jetzt doch ein bisschen schwerer vorgestellt. Gut, dann sammeln wir hier noch ein bisschen Zeug bei den Viechern, die gar nicht zu den Bösen dazuzählen, aber einfach nur Erfahrungspunkte und halt Zeug, was man verkaufen kann. Aber im Dunkeln kämpfe ich eher ungern. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich sterbe. Natürlich, wenn man nichts sieht und einfach mal wie ein Bekloppter Richtung Orks rennt, das ist nicht so vorteilhaft. So, da noch ein paar Snapper killen. Ist zwar... Die sind aber nicht so einfach, aber egal. Ich nehme alles zurück. Mann, ey, die Waffe, die haut richtig rein. Habt ihr gesehen? Ein Echsenmensch ist mit zwei Schlägen tot. Das ist ja Hammer. Und hier das kleine Vieh mit einem Schlag tot. Aber naja, gut, das ist ja nicht so der Brenner. Oh, ein ganzes Rudel Snapper, aber... Oder sind irgendwie so zwei Teilgruppen. Sonst würden die alle zusammenhalten, ne? Rudeltiere, von wegen. Das Gute ist nur an Echsenmenschen und Orks, dass man mitbekommt, dass die in der Nähe sind, weil wenn die ihre Waffe ziehen, hört man das ja zum Glück. Oh Mann, so ein verkackter Innos-Schrein. Ich hab schon gedacht, wir finden einen mit Belia. Obwohl, hey, danke Innos. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Zeug, einen Trank und eine Spruchrolle und Deizals. Nee, Spaß. So, nochmal abspeichern. Seht mal, da oben, die Uhrzeit. 2011. Wer schreibt das Jahr 2011? Lustig. So, noch ein paar Blutfliegen auf dem Weg. Töten. Hau nicht ab. Ich bin doch kein Metzger. Ja, und weil wir kein Metzger sind, können wir da nichts holen. Zu schade aber auch. Dann gehen wir mal zurück. Nee, nicht zur Taverne, zur Hafenstadt. Zack. Und wir müssen ja auch jetzt gegen Abend am Pier, ne? Sollten wir irgendwas machen, so das Herr der Unmenschen? Haben wir jetzt schon, ja, ich glaube, 6 Stück gekillt oder so? Ein paar haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal erledigt, das ist ja schon mal schön. Wie gesagt, im Dunkeln ist es vielleicht nicht so toll. Was können wir denn sonst noch machen? Belia-Schreine, das Geheimnis des Stars will ich jetzt noch fertig bringen. Wir können beim Warte, was brauchen wir dafür? 2 Drachenwurzeln. Na, verdammt. Wir haben eine, ne? Soweit ich weiß, ja. Und die benutzen wir jetzt nicht, weil ich bestimmt glaube, dass der Trank von Constantino uns permanent ein bisschen mehr Stärke gibt. So, wir können ja mal die Gammelwaffen verkaufen. Echsenschwert, das war ja früher... Was, ein Echsenschwert ist besser als eine schwere Axt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht doch cool aus. Jo, so. Nö, bestimmt nicht. Vor allem, ich bin gespannt auf den Trank von Constantino, weil wir das ja auf jeden Fall brauchen, die Stärke. Versturmbringer. Ich überlege jetzt nur einen Moment mal. Das sind 10 Schadenspunkte und ein Einhänder ist dabei noch ein bisschen Panzerstecher. Cooler Name. Wir werden mal sehen, ob sich der Sturmbringer beweist.
Wo ist denn der Harald?